Und ja, jetzt starten wir einfach durch im nächsten Bereich. Schauen wir mal, ob wir nicht Hades langsam mal finden. Die Musik ist einfach episch. So. We need to get to the top of the mountain and stop Hades. Ah, Goofy, das hätte ich jetzt dir auch sagen können. Da los. Weiter Donald so rum. Ja gut. That's odd. The river's never this full. Hey. Okay, wir können wieder das Piratenschiff benutzen, das ist halt geil. Schon fast ein bisschen übertrieben, oder? Dem ist, wenn wir hier zu lang warten, sind die ganzen schönen Kügelchen und die Goldkugeln weg. Dem Schiff, das hätte jetzt wahrscheinlich noch ziemlich lang gedauert. Hätte man keine von den Münzen mit einstecken können. Okay. Yes, now we know why the Kommt zu Papa. Ich habe wieder so viele auf. So viele Gegner auf so kurzem Raum. Sind jetzt die alle hin? Sind die alle schon weg? Kann natürlich sein, dass die jetzt verschwunden sind und genau, weil wir aus dem Bereich raus sind. Nice. Benutzen wir einmal das Piratenschiff. Eigentlich ganz funny. Sterben die jetzt? So viel übrig, also ich hätte mir das ein bisschen effektiver vorgestellt. Aber egal. Das wäre ja komplett langweilig. Komm mal an diesem oberen. Kann ich gar nicht dran. Ah, die Herzlosen haben den Fluss so angehoben. Da war irgendwo eine Truhe gelegt. Eine schöne Sequenz. Ja. So, Frage, war das die einzige oder gibt es da noch mehr? Na gut, da ist Sackgasse. Gleich viel angenehmer. Wasser nicht so hoch ist. Wenn wir uns hier auch in aller Ruhe umschauen, jetzt wo ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Schauen, was wir noch ein bisschen mitnehmen können. Frage ist, was jetzt der Weg, wo wir hoch sollen? Da ist schon verdächtig nach dem richtigen Weg aus. Gut, da können wir nicht weiter, da denke ich. Auch nichts mehr. Eine Truhe haben wir mitgenommen. Dann gehen wir einfach mal Etage höher. Geht das mit den Wand hochrennen, das finde ich ja richtig nice. Nice. Kann
Karte des Gebiets kann ich sehr gut brauchen, weil Orientierung ist eh nicht so mein Fall. Spiel wie in Real Life. Und Gegner, Gott sei Dank, wäre fast langweilig geworden. Eigentlich relativ leichte Gegner, die sind bloß diesen, sagen wir mal, Mengen, können sie aber schon lästig werden. Super. Wir sind jetzt aus dem Bereich rausgegangen und sind die verschwunden. Das heißt, wir konnten sie mit dem Angriff gar nicht treffen, oder? So ein Rot. So, Dunkelspiel sind alles Materialien, die wir zum Schmieden dann später brauchen. Und später kann man sich da wirklich, also zumindest war es in den Teilen zuvor, so, da hat man sich richtig coole Sachen herstellen können. So, gibt's hier was zum Holen? Hat eher weniger so aus. Kommen wir da wieder hoch? Toll, das geht. Kommt man sich eigentlich richtig gute Sachen schmieden in Teilen davor. Und vor allem an Schlüsselschwertern. Aber das hat schon ganz schön viel Aufwand, hat man da betreiben müssen, dass man wirklich diese ganzen Materialien gefunden hat. Ja, schon sucht er nach. Ja, das dauert jetzt wahrscheinlich ein wenig, weil ich möchte schon das Gebiet relativ gründlich absuchen. Dass wir eventuell Truhen und andere Gegenstände schön mitnehmen können. Ich will jetzt hier keinen 100% Run machen oder so. Aber zumindest soll schauen, durch diese ganzen Materialien können wir uns auf jeden Fall langfristig das Spiel ein bisschen leichter machen. So, das soll es jetzt gewesen sein, hoffe ich mal. Jawoll. Oh, der hat sich jetzt wieder versteckt. Gut, das haben wir wahrscheinlich machen müssen, dass wir Etage höher weitergehen können. Ich behaupte jetzt einfach mal, okay, wir könnten hier jetzt auch weitergehen. Was war dann auf der anderen Seite? Die Welten sind auf jeden Fall so vom ersten Gefühl her nicht mehr so geradlinig, wie man sie kennt. Oder wie sie zumindest in den Teilen davor waren. Wie man sie kennt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Jawohl, ich könnte das Piratenschiff noch nutzen. Die haben wir jetzt voll verkackt. Vor allem, ich glaube, die Stelle wäre so ohne dieses Schiff, den Spezialmove, wahrscheinlich wirklich lästig gewesen. Mensch, verfasst ein bisschen. Ja gut, da oben geht es auf jeden Fall nicht weiter. Da waren wir vorhin in der Gasse und da sollten wir vielleicht auch irgendwie versuchen hinzukommen. Da hoch. Oh, das geht nochmal. Aber jetzt sieht es schon sehr schlecht aus. Ja, vielleicht kriegen wir dann später noch Gleiten, dann würde man von solchen Stellen dann hochkommen, aber jetzt ehrlich gesagt keinen Weg da hochzukommen. Ich denke, dass man da in die Richtung auch hochgehen könnte. Ja, das entdecken müssen wir einfach mal ein wenig rumschauen.
für alles irgendwie wieder richtige Weg nach oben aus. Jetzt einfach mal weiter. Schauen wir mal. Jawohl. Und da jetzt diesen Eintrag kloppen. Der schaltet uns dann. Genau, der schaltet uns dann das Kombination frei. Okay, hat ein bisschen was für Autoscooter. Oi, Hallöchen. Ah, die anderen fahren auch mit. Nicht schlecht. Macht das auch Schaden, richtig? Scheint zu funktionieren. Gut, zu diesem Bereichsboss, oder wie man das schimpfen möchte. Gleich noch eine mit drauf gehen. Ich hoffe, dass... Ja, genau. Oh, MP-Haus, das ist... Aber wir haben einfach viel zu wenig MP-Punkte, Fertigkeiten-Punkte. Diese ganzen geilen Zusatzfertigkeiten mitzunehmen. Echt ärgerlich. Hallo. Kann man die bloß von vorne erwischen, oder was? Nochmal ausprobieren, falls wir nochmal zum Schlagen kommen. Das sind die Viecher lästig. Geht das jetzt besser? Gut, wir scheinen auf jeden Fall was abzuzocken. Die anderen Viecher sind auch. Voll, auf geht's. Also Herkules, da war jetzt schon ein wenig enttäuscht, da hätte schon mehr kommen müssen. Auf. Und da geht er down. Gut, easy peasy. Wie schaut's eigentlich mit unseren Fertigkeitenpunkten aus? Hier hätten wir offen, hier hast du. Ja gut, die brauchen wir momentan eh nicht, weil wir uns ja noch nicht heilen können. Aber ich würde die Combo plus Autofinale. Okay, abgelaufen ist. Natürlich schon praktisch, weil dann müssen wir nicht mehr selber drauf schauen. Auf der anderen Seite sparen wir uns erst einmal. Soweit will ich das schon noch auf die Kette kriegen. Dass ich da rechtzeitig Dreieck drücke. Wird schon noch funktionieren. Ja, also der Weg, der scheint irgendwie auch richtig zu sein. Wäre interessiert, ob wir beim anderen Weg irgendwo anders da rauskommen würden. Da was? Sieht doch nach einer Truhe aus. Wenn ich da hochrenne. Hochlaufen, nicht wegspringen. Ein Adlerauge, natürlich ist da. Ah, Fertigkeitspunkte plus. Können wir auf jeden Fall sehr gut brauchen. Schöne ist, wir können uns die dann später auch. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, beim Rogri-Laden dann schmieden. Ich weiß bloß nicht, ob es da eine festgelegte Anzahl gibt, weil wenn man das natürlich durchfarmt, kann man natürlich dann langfristig gesehen sämtliche Fertigkeitenpunkte dann alle benutzen. Also alle Fertigkeiten reinlegen. Blöd gesagt, auch unabhängig vom Level. Dieses Piratenschiff fand da nicht so. Den Tassen war eigentlich ganz lustig. Gut, die andere wäre jetzt auf Standby, ja. Jawohl. Ja, das sind schwache Gegner. Ich glaube, da können wir schon mal bisschen Gas geben. Vielleicht können wir sogar die zweite Form der nächsten Trupp noch gleich benutzen. Here we go. Ich hab doch gar nichts gemacht. Okay. Was war das jetzt? Jetzt bergab gehen.
Wird das da runter? Ja, wir wollen da runter. Hier gibt's eine Truhe. Gut, ich habe die Items ausgewählt. Da kann man natürlich nicht angreifen. Ja, Lächeln. Läuft doch. Ja, das habe ich das letzte Mal dann gleich im Finalangriff gestartet. Das kostet man natürlich hier noch ein bisschen aus. Eis, Eis. Gefällt mir. Ja, hier gibt es sogar mehrere Truhen. Wir müssen auf jeden Fall hier runter. Ein und Trank mit abgestaubt. Fertigkeitenring. Uiuiuiui. Nices Zeug. All Heilmittel. Ich glaube, der Fertigkeitenring im Mogri-Laden, der hat uns 10 Punkte zusätzlich gegeben. Okay, das ist das Einzige, was mir ein bisschen irritiert sind, diese Puppen. Ich habe ehrlich gesagt nicht mitbekommen, dass die für irgendwas gut wären. Ja gut, im Endeffekt haben wir jetzt wirklich beide Wege benutzt. Kommen hier raus. Also im Endeffekt waren anscheinend wirklich beide Wege richtig. Kann mich auch gerne jemand korrigieren. Hier liegt Splitter. Hallo. Genau, das wollte ich zusammenhauen. Und da oben dann auch überall entlang laufen. Geil. This sure does feel awfully familiar. Yeah, just like before. Guys, this is getting worse by the minute. I hope I'm wrong, but my family may need me. Sora, I'm gonna fly ahead. You've been a big help, but leave the rest to me. Family. Yeah. Dad's king of the gods. What? His father is a god. But doesn't that mean Herc is a god too? Oh, I think it does. No wonder he's so strong. Then he'll be okay. Won't he? No. Organization 13's here. He'll need our help. Good point. We gotta go. The heroes never quit. Huh. That's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart. We fight with all our heart. Come on! Mm-hmm. Gute Einstellung, gute Einstellung. So, mal gucken, wie lange wir brauchen, bis wir ganz. Oh, Legion! Oh, he's saying hello! So, jetzt müssen wir da irgendwie hochkommen. Am besten ohne, dass uns die Dinger da, diese Steine hier erschlagen. Das wäre ganz hilfreich. Hallo? Also jetzt übertreibt er ein wenig. Okay, auf geht's. Best ein bisschen nach oben schauen. Muss ich da jetzt was machen? Sehr gut, habe ich das gemacht. Schöne Püppchen auf jeden Fall. Gut, da kommen wir nicht hoch.
Dann schmuggeln wir uns hier einfach mal ein bisschen durch. Der für Mana. Magiepunkte. Gut, was gibt's hier? Wieder ein paar Puppen zum Umstoßen, weil kaputt haben können wir sie ja nicht. Aber hier gibt's eine Truhe. Nice. Die Äther, das brauchen wir hier wahrscheinlich an der Stelle auch noch nicht. Ja komm, genau, endlich. So. Alles klar. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein paar mehr. Goofy-Bomber, jawohl. Sollte es schon wesentlich besser ausschauen hinterher. Goofy ist halt einfach ein Ass. Läuft einfach mit ihm. Dann gucken wir das vielleicht sogar. Genau, wir können das sogar aufstapeln, ne? Gut, das war die falsche Richtung. Genau, wenn man das schön aufstockt. Dann geht das vielleicht sogar noch eine Stufe höher. Okay, jetzt geht's rund. Genau, hier ist die Plattform, wo wir hoch müssen. Voll, natürlich. Das schaut jetzt alles ein bisschen unbeholfen aus. Voll, wir hier. Und drauf. Am nächsten Mal zum anderen Fuß. Da habe ich kein Problem damit. Weg, weg, weg. Goofy, da warst du wirklich zu langsam. Ein bisschen aufpassen muss schon. Weg, 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 weg. War jetzt echt knapp. Ich will mal Gegner ein bisschen was aushalten. Mal schauen, wie weit wir wollen. Hallo, reicht schon wieder. Die kommt einfach nicht genug. So, das jetzt. Ah, super. Ja, genau. Easy peasy. Ja, ich verstehe, so hochlaufen, den dann... Ah, wir können doch... Ich hoffe, ich mal gescheit Schaden machen. Hätte mir da ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Ah, Feuerwerkzeug! Ja, Hallöchen! Jawohl, da kann ich schießen, das ist ja mal geil. Oh, da, 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 da. Das war knapp. Wir können da weiter schießen, aber wir müssen dann immer noch mal aufpassen, da kommt noch was. Jawohl. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Kommt da noch was? Ja, hallo. Stylisch. Trefft bloß nichts.
mal episch, epischer Kampf. Bloß der hat leider keine Chance. Oh, rechts, oh, rechts, 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 bam, bam. Oh, Zeit fürs grande Finale. Jawohl. Und da geht er down. Yes, that's one down. They're not so tough by themselves. Okay, what's next? Okay, das war jetzt schon ein bisschen ein komisches Wortspiel. So, okay. So, der erste Titan wäre geschafft. So, kurz, machen wir eine kurze Verschnaufpause, ha? Huh?